Die Welt ist nie so, wie sie erzählt wird oder wie wir sie abgebildet sehen, egal ob das eine Malerei ist oder ein Film oder eine Fotografie und so weiter. Das heißt, wir erleben eigentlich immer wieder eine Welt, die uns erzählt wird oder die wir uns auch selbst erzählen mit unserer Sprache, die wir dafür finden, also mit unserem Ausdruck, den wir haben. Der einfachste Ausdruck ist eben der Sprachausdruck. Und das, was ich dann eben zum Beispiel aufschreibe und all das. Aber sich darüber im Klaren zu sein, dass die Welt eigentlich nie so ist, wie sie erzählt wird, das ist interessant. Das heißt, wir haben immer wieder die Herausforderung, der Welt mehr zu begegnen, tatsächlich mehr zu begegnen. Und diese Begegnung so unmittelbar wie möglich stattfinden zu lassen. Das ist die Herausforderung, die wir als Menschen haben. Das heißt, unsere Voreinstellungen, die wir dadurch durch das Erzählte immer wieder bekommen, sind unvollkommen. Oder sie sind nicht genau. Oder sie sind im Extremfall vollkommen daneben und absolut falsch. Wenn man sich darüber mal im Klaren wird, dann kann man ein Begegnungspotenzial entdecken, das vielleicht bisher noch nie da war, weil wir haben immer irgendwelche Voreinstellungen, wir haben immer irgendwelche Vorurteile, Befindlichkeiten. Wir handeln, wir agieren aufgrund von Hörensagen, weil irgendjemand mal was behauptet hat, uns einen Tipp gegeben hat, positiv überrascht war von der Sache oder negativ überrascht war und all das, all diese Möglichkeiten, all das sind Filter, die wir wahrnehmen, die wir stets von der Welt wahrnehmen. Aber die Wirklichkeit der Welt in der tatsächlichen Begegnung ist etwas ganz anderes. Und wenn einem das mal so ein Stückchen klar wird, dann versucht man vielleicht der Welt anders zu begegnen. Nicht mit den Voreinstellungen, mit den Vorannahmen, mit den Vorurteilen, mit den berühmten Bewertungen und Wertungen und all dem, die wir natürlich brauchen für unser Leben, sondern dann gilt es immer wieder den Dingen ganz unbescholten zu begegnen, egal wo man ist in der Welt. Und alles so auf sich wirken und immer wieder erneut auf sich wirken zu lassen. Ich meine, es ist ja schon wichtig, dass wir sowas wie eine Erzählung haben, eine Abbildung der Welt, eine Symbolik der Welt, eine Verarbeitung der Welt, eine subjektive Verarbeitung der Welt. Aber es ist dann eben auch sehr wichtig, trotz dieser Dinge, die man dann an Einstellungen gewinnt, sich immer wieder nicht nur ein anderes Bild zu machen, sondern geradezu Eindrücke, andere Eindrücke zu empfinden. Jede schiere Begegnung, egal aus welcher Wahrnehmungsperspektive wir die wahrnehmen und die erscheint, ist immer wieder vollkommen anders. Und das ist total interessant. Das heißt, diese Unmittelbarkeit von Begegnung bis hin zur absoluten Durchdringung, wenn die möglich ist oder falls sie möglich ist, und das kann geschehen, so etwas wie eine Verschmelzung, die einfach da ist, ist immer wieder erstaunlich, authentisch, neu, umfangreich, tief, tiefgreifend, weit, weit, vor allen Dingen weit. Und das macht einen eigentlich im Leben immer wieder sehr froh, trotz eben all der Erzählungen, die wir uns im Laufe unseres Lebens über die Welt erzählt haben oder die uns erzählt wurden in den Darstellungen. Es sind immer nur eben einseitige, subjektive Symbolisierungen. Und das Unmittelbare in der Begegnung ist immer wieder die schöne Herausforderung in jeglicher Art von dem, was wir gewahr werden. Ich habe neulich mal ein Video gemacht über die Gewahrwerdung. Was wir gewahr werden können. Und die Gewahrwerdung bedeutet, dass ein unheimlich starkes Potenzial in all den Dingen steckt. Und wir begnügen uns keinesfalls nur mit der Erzählung dieser Dinge.